Blenden wir zurück in längst vergangene Zeiten. Der Sulzer Kameramann ist schon am frühen Morgen unterwegs ins firmeneigene Lehrlingsheim. Auf zum Frühstückstisch. Der Arbeitstag wird lang. Auch für Robert Sulzer, Mitglied der Geschäftsleitung. Die Arbeit kann beginnen. Emsiges Treiben herrscht überall im Winterthurer Werk. Auch in diesem Zeichnersaal. Die Arbeitsdisziplin ist eisern. Die Bürokleidung einheitlich weiß. Privatgespräche nicht erwünscht. Man arbeitet, dass die Späne fliegen. Geistige Arbeit ist zwar bei diesem rauen Tun sehr gefragt, doch dazu auch die geistigen Getränke. Und während sich die glutflüssigen Metalle in die Pfanne ergießen, gießt hier einer wiederum auf seine Weise. Noch gibt es kein Alkoholverbot in den Sulzerwerken. Unfallverhütungsmaßnahmen wie Sicherheitsabschrankungen, Schutzhelme oder Spezialkleidung kennt man noch nicht. Dafür trägt man Hut. Auch beim Schmieden. Die Eleganz der Schmiedepressesteuerung ist bestechend. Und es funktioniert. Aus rohen Stahlklötzen entstehen so Maschinenteile, die dann auf Werkzeugmaschinen ihre endgültige Form erhalten. Auch in 50 Jahren wird sich an diesem Vorgang wenig geändert haben. Der Stolz der Werkstatt. Im Jahr 1929 beschafft sich Sulzer für 600.000 Franken diese mächtige Hobelmaschine für die Bearbeitung von Dieselmotorteilen. Noch wird gehobelt, nicht gefräst. Die Montage. Die kunstvoll gefertigten Einzelteile werden zu fertigen Maschinen zusammengestellt. Und was wird wohl hier aufgebaut? Aha! Ein Drehmomentschlüssel Modell 1930. Man zieht an, soweit die Kräfte reichen. Wir wechseln die Szene und besuchen nun den Sulzer Schiffbau. Genietet, wird schon geschweißt. Der Fortschritt fordert sein Recht. So entsteht Ende der 30er Jahre eines von drei für den Luganer See bestimmten Schnellbooten mit dem Namen Freccia Bianca. Thank you.
Sulzer liefert auch Lokomotiven, hier beispielsweise nach Rumänien. Man macht damit der SLM, dem rührigen Konkurrenten von nebenan, das Leben sauer. Der dafür revanchiert sich mit dem Bau eigener Dieselmotoren. So behält man sich gegenseitig aufmerksam im Auge. Eine weitere Domäne von Sulzer, der Druckleitungsbau. Keine Arbeit für Feinfühlige. Die einzelnen Komponenten gelangen an ihren Bestimmungsort. Für Dienst am Kunden sorgt ein Team erfahrener Monteure. Mit vereinten Kräften gelangt das Druckrohr an seinen Platz. Der Transport. Ihm musste ein Unternehmen, das hauptsächlich schwere Brocken herstellt, schon immer seine besondere Beachtung schenken. Und hier sieht man denn augenscheinlich, was sich hinter dem Begriff Pferdestärke verbirgt. 15-spännig zieht ein für die Brauerei Haldengut bestimmter Flammrohrkessel durch Winterthurs Straßen. Ein Spektakel für Alt und Jung. Neue Ideen erfordern neue Transportmethoden. Das Pferdegespann ist ersetzt durch den Raupenschlepper. Auch dies ein Zeichen der neuen Zeit. Vom Schneeparadies des Engadins führt ein weiter Weg nach Ägypten. Jahrtausende alte Kultur und Technik. Doch auch hier hält die neue Zeit Einzug. In der Bewässerungsanlage Wadi Kom Ombo ersetzen Sulzer-Pumpen den Ochsen. Ein Wagen ist in den Straßen Manilas mit einem Sulzer-Dieselmotor unterwegs. Die internationale Tätigkeit der Gebrüder Sulzer gehört seit den Gründerjahren zu den prägenden Eigenschaften des Winterthurer Unternehmens. Rascher und fachmännischer Service wurde schon immer groß geschrieben. Nach der Montage das harmonische Klappern der Ventile. Ein Generator erzeugt Strom. Reisen in alle Welt. Kontakte mit Geschäftsfreunden anknüpfen und pflegen, auch dies ist eine geradezu klassische Devise der Firma Sulzer. Man passt sich gerne den herrschenden Landessitten und Essgewohnheiten an. Ein Gegenbesuch aus Japan lässt nicht lange auf sich warten. Dr. Hans Sulzer begrüßt seine kaiserliche Hoheit, Prinz Chichibu, den Bruder des japanischen Kaisers. Der anschließende Rundgang führt auch ins Gebäude 1834. In diesem Haus begann einst die Geschichte des Unternehmens. Gäste aus Amerika. Nach dem Krieg stattet eine Militärdelegation den Sulzer-Werken einen Besuch ab.
Was erläutert hier wohl Dr. Heinrich Wolfer? Man hat viel zu zeigen. Ein anstrengendes Besuchsprogramm, selbst für marschgewohnte Gäste. Für die Gäste wird diese Werkbank nicht geschmückt, wohl aber für einen Arbeitsjubilar. Ein langjähriger Mitarbeiter geht in Pension. Selbst Georg Sulzer macht seine Aufwartung. Zurück zum Arbeitsalltag. Wer recht schaffen muss, muss auch recht essen. Im Sulzer Wohlfahrtshaus bereiten hilfreiche Hände für die vielen hungrigen Arbeiter und Angestellten das Mittagessen. Für rechte Arbeit der rechte Lohn. Zahltag für Sulzeraner. Die Banknoten haben noch Format, wie man sieht. Werkbesichtigung. Einlass bekommt nur, wer eine Eintrittskarte vorweist. Für Winterthur sind die ersten öffentlichen Besichtigungen der Sulzer Werkhallen noch das Ereignis. Zum erfolgreichen Geschäft gehört auch eine schöne Portion Glück. Oder lacht das Glück vor allem dem Tüchtigen? Mit Ventildampfmaschinen hat Sulzer im letzten Jahrhundert Pionierarbeit geleistet und Schrittmacherfunktionen übernommen. Für Pionierleistungen genügt das Glück allein keineswegs. Mit einer zielgerichteten Forschung und Entwicklung sucht man ständig nach neuen Lösungen. Hier offenbar eine recht windige Angelegenheit. Nach einem anstrengenden Arbeitstag rüstet man zur Heimkehr. Die müden Füße bringen die Sulzeraner nach Hause. Die Zürcher Straße nach Arbeitsschluss. So war es einst, vor einem halben Jahrhundert.